So, und da sind wir da bei The Forest. Ist das da hinten der Polarstern? Ich weiß es nicht. Er leuchtet so komisch. Der Polarstern, ist der nicht eigentlich im Norden? Also müsste der ja eigentlich dort sein, oder nicht? Oder ist der im Süden? Oder Osten oder Westen? Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung der Polarstern ist. Wahrscheinlich an dem Pol. Heißt im Norden oder im Süden? Heißt, könnte er sogar sein. Aber da oben ist genau derselbe. Ich weiß nicht mal, ob die den überhaupt eingebaut haben. Würde mich aber interessieren. Dann könnte man sich nämlich in der Nacht auch noch daran orientieren. Auch wenn man es eigentlich nicht braucht, wenn man weiß, dass der Norden dort ist, wo dieser Berg ist, wo Eis ist und Schnee. Macht irgendwo Sinn, ne? Ach, wie hier halt einfach noch keine Gegner gekommen sind, obwohl hier sonst immer direkt in den ersten paar Sekunden welche ankommen. Ich warte auf euch, ihr Gegner. Nicht heulen. Ah. Das Icon ist halt einfach komplett verschwunden. Die müssten ja eigentlich kommen, weil die zum Drying Rack hin wollten. Und den zerstören wollen. Das machen die so sonst immer. Was wir mal probieren können, wenn die uns angreifen, dann legen wir hier einfach Explosives in den Logsled. Ah, da hinten. Kannibalen. Wäre jetzt vermutlich besser, das Katana einzusetzen. So, und wenn dort in der Ecke welche sind, heißt es, in der Nähe sind noch mehr. Denn Kannibalen riechen natürlich auch immer dasselbe. Wenn einer hier was riecht, riechen mehrere das. Und da hinten sehe ich noch Lichter, das heißt, da ist der Stamm in der Nähe. Und dass die plötzlich hier in der Nähe sind, heißt ja auch irgendwie, dass die was gerochen haben. Nein, ich gebe euch kein Meth. Und da vorne sollte ich eigentlich mich auch nicht aufhalten. Dort spawnen so viele. War letztens auch der Armsi. Ich hätte aber gern den Cowman-Eintrag. Da ist noch Holz. Aus der letzten Folge. So, Bombe. Können wir machen. Komm schon. Ach, fuck it, die kommen da hinten. Ich meine, die sehen das ja auch. Ich hätte es nur halt lieber, die Bombe halt direkt dorthin zu werfen. Also nicht richtig so zu werfen, sondern dorthin zu legen. Denn dadurch hat man den Vorteil, dass die nicht wegfliegt. Wie sie es eben tat. Sie ist weitergerutscht. Und das sollte sie halt nicht tun. Problem, was wir jetzt haben, ich habe eine Bombe gezündet. Heißt, hören die. Zwei Bäume sind gefallen. Tragen nochmal zum Hören bei. Nicht so gut für mich. Es sei denn, ich will noch weiter Rüstung sammeln, aber ich brauche nicht mehr Rüstung. So. Ich habe schon gedacht, da kommt gerade einer. War aber noch nicht so weit. Und ich sollte wirklich meine Haustür da abschließen, wenn ich rausgehe. Habe ich das gemacht? Habe ich gemacht. Wann habe ich das gemacht? Oder hat da jemand anders meine Haustür abgeschlossen? Sind es die Illuminaten?
Ne, ich glaube, die Illuminaten wohnen woanders, weißt du? Nicht hier. Was sollen die auf irgendeiner Insel? Weißt du, da hast du überhaupt nichts, wo du halt wirklich. Keine Ahnung, was die machen. Ich habe nie gewusst, was die machen. Was machen die? Alle sagen immer was darüber, aber die meisten wissen es halt überhaupt nicht. Es ist halt wirklich so. Ja, die Illuminaten, die machen da ganz viel Illuminaten. Der Name hat irgendwie Erleuchtete oder sowas. Ne? Sagt der Name doch, glaube ich. Die Illuminators. Ja, daraus machst du jetzt erstmal so einen richtig, richtig schwulen Verband, okay? Das sind dann halt sowas wie die Seminators, nur die Illuminators. So dass man überhaupt den Respekt vor denen verliert. Das wäre super. Sowas sollten wir machen. Hashtag Illuminators. Und jetzt werde ich hier sogar noch um ein FAQ gebeten. Ich weiß halt nicht, wie ich das machen soll. Wer fragt mich denn bitte irgendwas? Ich habe doch nie irgendwas, worüber ich rede. Das Einzige, worüber ich gefragt werden könnte, wäre halt, wie ist dein Leben mit Asperger? Ja, so wie jedes andere auch. Wow. Da kannst du halt nicht viel drüber reden, weißt du? Es ist halt ein Problem, dass, die meisten denken, das wird voll dein Leben ändern. Das Einzige, was das ändert, ist halt einfach, ja, die meisten Leute, die respektieren dich nicht richtig, wie sie es eigentlich sollten. Also, die erwarten nicht viel von dir, denken, du wärst dumm. Und das war's dann. Findest du das toll? Ich glaube nicht. Das ist halt aber einfach wirklich so, ne? Die denken, du kannst nix. Bist voll der Verrückte. Und sagen immer, dass wenn du irgendwas nur, also um irgendwas nur bittest, ja, hier gibt es keine Extrawürste, ja, dann musst du mal sehen, wie du hier klarkommst. Ja, findest du das toll? Ich glaube nicht. Und das schon wieder mein Handy. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob ich überhaupt genügend Leute da hätte, die mir Fragen stellen würden. Ich glaube nämlich nicht. Außerdem müsste ich dafür extra mal ein Video machen, damit Leute da ganz viel Fragen drunter schreiben. Und dann steht da eh wieder nur drunter, erster oder gutes Video. Und das ist dann halt kein richtiges FAQ. Da schreibt irgendwer was über Dragon Ball gerade auf meinem Handy. Keine Ahnung. Gut, es ist jetzt wieder Tag. Eigentlich sollte ich mal pennen gehen. War das gerade eine Ente? Habt ihr das gehört? Was ist das? Kommt das von meinem Headset? Ich höre da so ein. Genauso. Ich glaube, es kommt echt von meinem Headset. Ist das schon wieder kaputt? Muss ich mir schon wieder ein neues holen? Ich hasse das. Immer muss ich mir neue Headsets holen, nur weil die irgendwie komisch sind und dann machen. Weißt du, das finde ich auch nicht gut, ne? Das muss man sich nicht geben lassen. Lass dich nicht von deinem Headset zerstören. Was war das? War das eins von diesen Rehen oder? Ich habe da so ein kleines gehört.
Ach ja, was ich jetzt zeigen muss, um auch zu sagen, dass es wirklich geht. Denn der Kies, da sind auch einige Leute von ihm zu mir gekommen. Ne? Der hat doch wirklich behauptet, dass es nicht möglich sei, Steine und Stöcke in den Logsled reinzulegen. Der hat mich des Lügens bezichtigt. Weiße, dagegen kann ich mich wehren. Wer ist hier jetzt der Lügner? Hä? Wer ist hier der Lügner? Ich nicht. Gut, er hat es eigentlich mit Steinen probiert, aber ich kann das auch mit Steinen halt machen. Aber ich werde jetzt gleich erstmal die Sticks hier voll machen. Da passen nur irgendwie 50, 60 Stück rein. Das ist echt viel. Weiß nicht mehr genau, wie viel. Ich habe halt nie gezählt, ich habe halt einfach nur reingetan. Geht aber heute relativ schnell mit der Session. Ich habe halt öfters jetzt nicht aufgenommen, weil, keine Ahnung, ich wollte halt mehr Kommentare schreiben, dass Leute halt aufmerksam werden. Ich hatte halt auch in letzter Zeit noch so, dass ich bei Leuten unter die The Forest Videos drunter schreiben musste. Nicht musste, aber konnte. Und deswegen habe ich es halt gemacht, ne? Immer wenn sich mir da die Möglichkeit ergab, habe ich es gemacht. Und das war auch gut so, dass ich das getan habe. Sieht man an meiner jetzigen Abozahl, aber darum geht es ja nicht. Hätte ich das mal vor 4 Jahren gemacht, da gab es noch keine The Forest. Hätte ich das mal gemacht, als es The Forest gab und ich da viel drüber wusste. Naja, damals, als es rauskam, wusste ich halt nur, wo die besten Plätze waren, aber nicht, wie man es denn jetzt am besten spielt. Das kam alles mit der Zeit. Da ist nichts drin. Wie ich das hasse, wenn da nichts drin ist. Da vorne ist er. Blödes Eichhörnchen. Hashtag Eichhörnchentöter360. Gut ist, wenn man einen Stick da reingetan hat, dann macht er automatisch, dass man da automatisch halt einen reintut. Und den muss man nicht mehr in die Hand nehmen dafür. Jetzt passt da aber auch nichts mehr rein. Das sieht man daran, dass ich halt noch 2 Sticks übrig hatte, die ich nirgendwo reingetan habe. Heißt, wir können jetzt eben noch unsere 20 Sticks hier voll machen und haben richtig viel Sticks gesammelt. Für die Leute, die viel Sticks sammeln, aber das halt immer anders gemacht haben bis jetzt. Könnt ihr euch hier diesen Tipp abholen? Aber das sollte man eigentlich wissen, dass das geht. Gehört zum The Forest Grundwissen. Also das, was man als erstes lernt. Und man wüsste es sofort, insofern man die Patch Notes gelesen hat. Die ich mir ja jedes Mal durchlese. Nein, wirklich, die sind wichtig. Lesen und lernen. Oh, was mich auch noch freut, wenn ich endlich diese 3DS Capture Card habe, ne? Dann kann ich Tomodachi Live aufnehmen. Yay! Yeah. Dann muss ich aber einen neuen Spielstand anfangen oder ein neues Spiel kaufen. Schade. Weil auf dem jetzigen Spielstand, da habe ich voll viele coole Leute da drin. Ich habe da einfach mal die halbe YouTube-Welt reingetan und ganz viele Leute aus Animes oder so. Oder aus generell Serien. Das ist voll witzig. Da habe ich zum Beispiel Samus. Und die wollte mal ein Metroid anmachen.
Da hat die gesagt, ich rotte deine gesamte Spezies aus. Er hat dann plötzlich gesagt, nee, das machen wir dann nicht, ne? Okay. Der hatte dann plötzlich kein Interesse mehr an der. Ja, so war das. Das war toll. Ich finde das aber cool, dass die da einfach das sagen, was man denen sagt, dass die sagen sollen. So, ich muss gleich mal gucken, ob der überhaupt bis da hinten hinschießt. Ich fahre da voll gegen, ne? Ah, da stimmt mir einer zu. Spritzenhassen ist was für die Spritzenhasser. Hashtag Spritzenhasser. Squad. Ja, Hashtag Spritzenhasser Squad. Sag das mal dreimal ganz schnell hintereinander. Mit Hashtag natürlich. Warum mache ich das eigentlich immer noch kaputt? Wahrscheinlich, weil ich mir einen kleinen Vorrat machen will. Weißt du, ich habe so ein Unterbewusstsein, das hilft mir halt automatisch dabei, das Spiel zu spielen. Egal was ich mache, ich mache einfach irgendwas und das ist in irgendeiner Hinsicht richtig. Das kann man zwar auch vom echten Leben behaupten, dass wenn du nach draußen gehst und da Sport machst, dass du eigentlich nur irgendwas machst, aber in irgendeiner Hinsicht ist es ja doch richtig. Aber in irgendeiner anderen Hinsicht auch nicht, weil du vielleicht den Müll rausbringen solltest, es aber nicht getan hast, weil du Sport gemacht hast. Ich soll den Müll im Moment nicht rausbringen. Es gibt aber auch im Moment keinen, der mir das sagen könnte, weil keiner da ist. Ich bin alleine. In meinem Haus. Andererseits könnte ich mir sagen, dass ich den Müll rausbringen soll, ne? Muss ich aber nicht, da der Müll noch nicht voll ist, also bringe ich ihn nicht raus. Solche Gespräche sind doch super. Ich muss übrigens jetzt immer die Tür von meinem Zimmer offen lassen. Jetzt habe ich sie gerade zu. Beim Aufnehmen ist es nämlich blöd, wenn die Stimme einfach so aus dem Raum rausgeht. Ich muss die mal auflassen, damit mir hier schön kühl wird. In der Nacht muss ich die zumachen, weil dort kein Außenlicht mehr da ist. Also kein Licht mehr von der Sonne. Höchstens das, was vom Mond reflektiert wird. Und ja, dann kommen nämlich sonst die ganzen Insekten hier rein. Und ich will hier schön ohne Insekten pennen gehen. Aber sonst wird es hier zu heiß. Heißt, in der Nacht überhitze ich mich hier. Und am Tag, da geht's eigentlich. So, kann ich von hier aus irgendwas treffen? Ja, klappt eigentlich. Geht gut. Ich habe zwar noch nie irgendwas damit getötet, aber das könnte ein Anfang werden. Dann tun wir hier oben ganz viele Stoneholder, Rockholder hin. Na, so wäre das, glaube ich, besser, oder? Wo die dann reinkommen. Es ist natürlich auch gut, wenn ihr einfach die Körperteile von Gegnern nehmt und die wegschießt. Das geht ja auch. Das wird denen auch Schaden machen. Was ich mal probieren kann, ist, ob ich die Köpfe von irgendwas nehmen kann. Und damit halt draufschießen könnte. Oder Fleisch werfen kann. Müssen wir alles mal probieren. Hat ja super geklappt. Wäre ja super, wenn ich den jetzt getroffen hätte mit dem kleinen Stein. Oh, da habe ich auch noch eine Geschichte von früher. Aber ich glaube, die erzähle ich im nächsten Part, weil das hier ist gleich vorbei. Ja, die Geschichte, wie ich was Tolles mit Steinen gemacht habe. Seht ihr in der nächsten Folge, hört ihr in der nächsten Folge.
Gut, würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.